Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live in the Woods. So sieht's aus. So, und zwar habe ich überlegt gehabt, wir spielen mit dem Hopperdakt. Will ich von dem Feld aus Pi mal Daumen 21 Felder, und dann bin ich genau unter der Kiste. Woher weiß ich das? Ich habe es einfach im Vorfeld abgezählt. Ja, so einer bin ich, sowas mache ich. Also pass mal auf, wir müssen hier. So, und von hier aus 21 Felder. Okay. Autsch. Eins ist es schon, zwei. So, jetzt sind wir schon zwei Felder. Drei. Fünf. Sieben. Neun. Ich glaube, ich sehe irgendwie falsch, kann das sein? Sind es wirklich neun? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, hat gestimmt sogar. Zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Sechs Felder noch, aber ich bin nur Eisen. Ich weiß noch, das ist nicht genau der Eisen. Der Eisen. Genau das Eisen, das wir brauchen, um uns eine Spitzhacke dann zu bauen. Es wird wieder von der Hand in den Mund wird wieder hier gelebt. Aber Marmor gibt es hier unten drunter unter den Feldern. Wie geil ist das denn? Boah, ich grab hier voll weit weiter. Das ist eigentlich falsch, weil ich gerade mache. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ey, ich bin ein Gott. So wird's gemacht. Und jetzt müssten wir, wenn wir hochgraben, müssten wir mit dem stinkigen Komposter rauskommen. Warum ist denn der so weit hoch? Grasblock? Jetzt mal ohne Spaß. Warum ist es so hoch? Ist das richtig? Stimmt das? Wenn da jetzt nicht der Kompost drunter ist. Kompost, ja, sage ich doch. Der Komposter. Man sieht aus, als ob der auch außen so. Als ob das wie Tapete quasi aufgebracht wäre. Ah ne, sieht nur wegen der Kante so aus. Okay, da muss unser Duct lang. Wie machen wir das denn eigentlich? Wir müssen uns quasi mit dem Duct, wir brauchen eigentlich einen zwei Felder breiten Weg, weil ansonsten kriegen wir das ja gar nicht hin. Wir müssen es abknicken lassen. Sollen wir oben dann direkt diese Obstkiste nehmen, oder? Wir müssen mit dem Duct neben hoch und hoch springen, um da hochzukommen. Aber ich würde ganz gerne, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Spaß. Den Marmor können wir nicht lassen hier. Wir brauchen Marmor für unser Haus. So, pass mal auf. Gib mal her. Wie viel Marmor gibt es denn hier? Boah, ich habe jetzt nicht vorgehabt, hier 20 Felder. Weil da kriege ich sonst ein bisschen was. Ja, aber. Kann ich ja nicht lassen, oder? Komm, sagt mal ehrlich, würdet ihr den Marmor liegen lassen? Also ich kenne eine Person, die den Marmor auf jeden Fall nicht liegen lassen würde, und das ist Gronkh. Gronkh hat eine Marmorphobie nicht, er hat eher so eine Marmorsucht entwickelt, hätte ich jetzt mal gesagt. So, und den Rest werden wir jetzt mal erstmal den Boden hier verfüllen wieder, oder? Warte mal. So, also, jetzt geht's von hier neben. Hier muss unser Kanalrohr lang. Wie kriegen wir das Kanalrohr von da drüben? Von da drüben hier rüber. Über die Decke. Richtig, weil wir haben nämlich hier eine höhere Decke. Guck mal, wie perfekt das alles ist. Das heißt, das Rohr muss in diesem Feld da oben lang gehen und da wieder runterkommen. Okay, also 2, 3 hoch. So. Da dann lang. Und jetzt müssen wir auch mal hier irgendwie. Müssen wir uns mal gerade einen kleinen Zugang bauen. Weil ich glaube, die ganze. Ja, pass mal auf hier. Warum machen wir es denn so umständlich?
Ja, der wäre nur durch den Boden lang gegangen. Boden runter und Boden wieder hoch. Wenn wir oben, müssen wir eher an die Straße oben ran. Wir können es auch von hier aus gerade jetzt nach unten verlegen. Das ist auch kein Problem. Runter oder hoch? Wenn wir irgendwas da oben mal graben, dann müssen wir unsere Pipe umsetzen. Hier unten drunter werden wir bestimmt nichts mehr graben. Wobei, auch das ist nicht gesagt, dass wir da nie wieder was graben werden. Aber pass auf, wir machen dann hier. So, komm mal her. So, warte mal. Achso, mal gucken, das ist ja wieder sichtbar. Das heißt, wir müssen wieder hinten dran den anderen Stein machen, den da. Na gut. Oh, Anni, liebe Grüße auf den neuen Monat. Anni ist schon seit 10. Hattest du nicht? Hallo, grüß dich, Anni, und hallo, Streusel. Servus, ihr beiden. Anni, danke schön. Vielen lieben Dank für den Sub im 10. Monat. Who are you? Who are you? Dankeschön. Ja, 15 Minuten, okay, sorry, das ist keine Absicht, aber wir sind mitten in der YouTube-Aufnahme, deswegen. So, also, wir müssen jetzt hier, da hinten dran, müssen wir gerade gucken, dass wir hier die oberen Blöcke, danke Andi nochmal, hattest du nicht erst gesappt gehabt vor kurzem? Oder hat er der Sub nicht gezählt oder was? Hat mich gerade ein bisschen gewundert oder sowas, gell? Dankeschön. So. Sehr schön, danke. Wir müssen sogar noch eins tiefer. Weil... Genau genommen, warte mal. Wir müssen, wenn jetzt hier unten nachher das Wasser lang läuft, wir müssen zwei Felder tiefer sogar. Ist das richtig? Ja, klar, weil wir müssen ja. Wir wollen ja nicht, dass das Rohr zu sehen ist unter der Schlotze. Das heißt, hier muss ein Block hin, das heißt, das Rohr muss hier unten lang laufen. Na ja, gut, dann ist es halt so. Wir müssen es halt so umständlich machen. So, pass mal auf, dann werden wir erstmal hingehen und hier. Oh nee. Erstmal muss ich es anpipen. Anpipen. Peter Piper. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir aber überlegen, wie wir das machen. Wir müssen wieder in dem anderen Feld daneben hoch. Warte mal, wo komme ich da nicht hoch? Komm. Jetzt bitte, Boogie. Sag mal. Also das Pipe muss ja sowieso erstmal verlängert werden. So, vom Pipe aus komme ich jetzt da hoch, aber... Bin ich jetzt verarschen spiele oder was? Wieso kann ich da nicht hoch? Ist mir aber erstmal relativ furz egal, weil ich will eigentlich, dass man es gar nicht mehr sieht, das Rohr auf der Seite. Das heißt, wir müssen hochkommen in dem Block hier. In dem da. Okay. Und saugt es noch in die richtige Richtung? Sehen wir gleich, indem wir jetzt mal hingehen. Okay, saugt es noch weg. Okay, gut. Nein, sollten sie. Sind sie nicht. Wir sind erst bei 9 Minuten. So. Also, so passt es doch. Jetzt haben wir nur nicht mehr genug Pipes, weil wenn ich jetzt hier das hinmache, dann... Ich muss, sobald ich anfange, mich hier durchzubuddeln, muss ich auch hier oben rauskommen, nachher mit dem Rohr, neben dem Komposter daneben. Ja, aus dem einfachen Grund, weil ich baue mir sonst einen zweiten Gang, um da wieder rauszukommen, und das ist ein bisschen Käse. Das heißt, ich müsste leider nochmal hingehen. Wir brauchen Pipes noch. Wir brauchen nicht mehr so viele. Ich sag mal... Pi mal Daumen 30. Kommen wir mit 30 Pipes. Jetzt mal ohne Spaß. Warum geht das nicht? Boah, hier Spiel, weißt du was? Wir können es auch auf die unfeine Art machen. Wir buddeln uns einfach durch. So, ich brauche leider noch ein paar Pipes. Das hilft alles nichts. Das heißt, ich brauche noch mal ein bisschen Eisen.
Eisen, das ich momentan nicht besitze, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir haben Eisenblock. Das sind schon mal 9. Wie habe ich denn auch einen Eisenblock gehabt? Hier. Ein Eisenblock sind 9. So, jetzt schmelzen wir hinten uns gerade nochmal Eisen raus. Dann haben wir mit 18 Eisen sind 6. Ja, müssen wir schauen. Komm, lass fließen. Ja, wir können noch einen zweiten Block rausschmelzen. Komm, kühl ab. So, den holen wir noch. Oh. Natürlich gefährlich sowas. Wieso ist denn hier Diorit? Und vor allem, ich bin so blöd, gell? Ich lasse jetzt hinten den Eisenblock drehen auf der Stelle. Ey, hoffentlich bleibt er da. Diorit kann weg, Kies kann weg. Haben wir noch irgendwas Kleines, was weg kann? Einzelner Sandstein. So, ich will einfach nur, dass es reicht, ein paar Pipes jetzt da zu bauen. So, komm. Da liegt dann noch der Block. Her damit. Den da auch. Und Feuer frei. Mach mir. Haben wir noch Bretter? Wir haben 3 Bretter, das reicht nicht. Wir brauchen 4. Zack. So. Also, Feuer frei. Pipes. 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 37 Pipes. Sollte langen. Und jetzt springen wir vorne in die Kanalisation rein, ziehen die Pipes hoch. Neben dem Komposter, wir müssen gerade gucken, ob wir auf dem linken Feld des Komposters rausgekommen sind oder ob wir auf dem rechten. Ich glaube, das ist das. Der Komposter beträgt 2 Block Breite, ist der linke. Wir müssen 2 Felder neben diesem Komposter, dann sind wir an dieser Kiste angelangt. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein. Das ist die Honigkiste. Wir können auch unsere Sortierkiste natürlich hier rechts nebendran machen. Und dann hier mit dem Rohr rauskommen. Mir geht es nur darum, ich will jetzt nicht einfach hier, wenn ich mit dem Rohr an der Kiste ankomme. Wobei ohne Trichter passiert sowieso nichts. Mir geht es nur darum, ich habe Angst, dass ich diese Kiste anzapfe und es zieht sich alles in mein Lagersystem rein. Das will ich ja vermeiden und sowas. Das heißt, wir gehen hier nebendran einfach hin, oder? Wir haben den Gehweg hier. Wir haben die beiden Komposter. Ganz ehrlich, der Komposter genau genommen. Ich brauche eine Treppenstufe hier. Der Komposter hier muss eigentlich weg. Der muss eigentlich neben die Kiste. Machen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. In das Feld. So. Hey, servus Laura, grüß dich. Wie geht's dir? So. Okay. Oh, jetzt können wir eh wieder nicht hochjumpen. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen hier lang. Und ich muss mir genau genommen jetzt schon. Komme ich da. Weil diese Pipes einen halben Block lang sind. Lang hoch. Das heißt, wir müssen die jetzt schon eigentlich wieder einbuddeln. Das gehört da nicht hin, ich weiß. Aber ich muss mir jetzt mal gerade so ein gewisse. Ich muss da parallel mich dran vorbeibuddeln einmal, oder? Ja komm, ansonsten hänge ich wieder auf der Pipe. Ich hänge auf der Pipeline. So, passt mal auf. Also, Pipes. 37 und ich bin mir nicht so sicher, ob die 37 reichen. Ich hab nicht gerechnet, ich habe einfach mal gesagt, das wird reichen. Aber ob es wirklich auch reicht? So, passt mal auf. 3. Ich gucke auf den Chat gleich. Moment, ich habe... Jetzt muss ich gerade ein bisschen... Concentration ist hier angesagt. Angepickelt sein. Was angepickelt? Weil selbst noch etwas... Und versuche mich jetzt ein bisschen an Automachef. Oh, Automachef ist mit der Küche das Spiel, gell? Ja, das ist ein New World. Muss ganz cool sein, aber Server kacken als ab und riesen Warteschleifen und sowas, gell? Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. Neue Woche, neuer Start. Wir haben heute mal angefangen ohne eine Reaction. Aber muss ja nicht jedes Mal sein. Weil ich wollte
sicher sein, dass es auch mit den Folgen hinhaut und dass nicht eine Unterbrechung wiederkommt. So, wie habe ich jetzt eben gesagt gehabt? Ich wollte. So, das ist der Komposter, das ist der linke Kompost. Boah, ich hab's vergessen jetzt, was da oben war. Wie war das gewesen? Warte mal. Das ist der linke Komposter. Das heißt, komm, ich grab es einfach frei. Komm. Sollte noch ein Komposter sein, ja? Das ist der Komposter und hier habe ich es eben vorgehabt. Das heißt, eigentlich ist dieser Komposter die Treppe. Komposter, Kiste, Komposter. Das heißt, hier muss es hoch. Unser Pipe, unser Duct. So, unser Duct kommt hier an. Komm, jetzt verfüllen wir schon mal alles hier unten. Wir werden hier unten hoffentlich nie wieder vorbeischauen. Einmal alles, was hier beerdigt ist, soll auf ewig ruhen. Ich habe keine Erde mehr. Ich habe jetzt auch nichts zum Verfüllen mehr dabei, oder was? Nein! Was ist denn das hier? Steins. Cleanstone brauche ich noch. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mir jetzt wirklich hier unten an Füllmaterial mangelt. Aber es tut's. Ja gut, ich habe noch Stone und alles und so. Soll ich jetzt halt, hau ich hier unten Eklogit rein oder was? Können sie ja offen lassen, aber nee, dann, wenn ich es offen lasse, dann kommen wieder irgendwelche Monster da unten hin, da hört man das Monster rumgeheule und so, das ist scheiße. So, in diesen Block hier muss ich rein. So, das hier hinten kann zu, diese Nische, die brauchen wir nicht. So, hier muss es hochgehen. Heißt, das hier zu. Okay. Hier lang und da hoch. Na, kriegen wir hin. Wir müssen uns selber halt parallel mit hochbauen. Das ist das Problem. Wird schon wieder Nacht. Schlafen halt mal hier unten in der. Ich darf mal aufpassen, wenn ich mich irgendwie einquetsche hier unten. Nicht, dass es dann so backt, weil es da nicht rausgeht oder sowas, ja? So, wartet mal. Das hier kann auch zu. Und ich muss parallel zu dem. Ich kann. Oder kann ich auf dem Duct springen und nach oben hoch? Es muss zu sein hier unten. Auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock auf die Monster. So. Okay. Da komme ich jetzt gerade schon nicht mehr hoch. Komme ich da auf das Duct hoch? Kann ich das Duct verlängern, wenn ich oben drauf bin und springe oder sowas? Müssen wir mal schauen. Gegebenenfalls müssen wir gleich anfangen, sogar Marmor hier unten zu verfüllen. Aber es passt. Es passt, Leute. Was können wir hier noch verfüllen? Geil. So, und dann müssen wir doch hier in dem Feld schon. Ja, ich weiß, da wäre das Problem. Genau, in dem Feld müsste jetzt schon der Trichter sein. Ja, wie fett ist das denn, Leute? Wie geil ist das? Was kostet der Trichter? Baue ich. Ich habe kein Eisen mehr, aber ich baue es. Da flitzen wir jetzt hinter und dann machen wir nämlich dann gleich, haben wir das dann ein super Folgenende. Wir gehen hin, wir bauen den Trichter, wir bauen, also brauchen zwei Kisten eigentlich, packen die Kisten unten dran und dann schmeißen wir Weintrauben rein. Weintrauben waren ein gutes Zeichen, um es zu testen. Wir müssen genau genommen jede Frucht einmal mitnehmen, unten einlagern und dann alles bam, 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 rein oder sowas und dann können wir vorne unsere Felder auch bei Gelegenheit immer wieder mal abernten und haben nicht das Problem, dass irgendwas drin stecken bleibt oder so. So, also was habe ich da gehabt? Wir brauchen für den Trichter, brauchen wir, also komm, wir geizen jetzt nicht so. Lass nochmal schön das silberne Gold, wollte ich schon sagen, das Eisen da rausfließen, komm, hol's hier raus. 1200 jedes Mal, das heißt, wir haben jetzt sowieso wirklich, wow, ein Block, wir können gerade mal noch 10 Eisen oder das rausholen. Wir sind richtig arme Menschen, sind wir gerade. Wir brauchen Holz, wir brauchen
Und zwar gar nicht mal so wenig Holz. Pass mal auf, machen wir mal so. Zack, zack, zack. 30 Stück. Wir bauen uns zwei Kisten. Nein, keine drei, sondern nur zwei. Ja, genau. Nochmal. Zwei Kisten. Okay. Zwei Kisten. Aus der einen Kiste machen wir einen Trichter. Der war... So, okay. Auch gut. So, rüber. Haben wir Weintrauben oben auf dem Feld? Das ist die nächste Frage. Haben wir Weinreben da oben angepflanzt? Wir haben Weinreben, oder? Weinreben? Notfall liegt da bestimmt Wein in der Kiste. Warte mal ab, wir haben bestimmt kein Wein oder sowas da. Aber wir werden es gleich sehen. Jetzt mal ohne Spaß, wir haben keine Weinreben. Ist das eine Weinrebe da oben? Wir haben keinen Wein hier. Nein. Haben wir Wein in der Kiste? Haben wir Wein in der Kiste? Wir haben Weintrauben in der Kiste. Ja, gut. So. Und ich hoffe mal, dass der Trichter sich verbindet. Trichter. Trichter da. Kiste. So. Erde hier hin. Guck, ein Erde haben wir. Genau ein Erde. Das passt doch perfekt. So. Okay, Leute. Der große Moment. Trauben. So, sie werden reingelutscht. Wir gehen auch unten wieder den Kanalisationsweg. Dann sehen wir, ob das hier alles so zugebaut ist, wie wir es wollen. Natürlich noch nicht, weil das ist noch die Hälfte offen. Da müssen wir gucken, wir brauchen ein bisschen Erde, um das wieder zu verschönern. Auf der Seite hier können wir es wieder mit richtigen Steinen dann zumachen. Machen wir doch gerade jetzt mal hier. Komm. Und hier oben. Obenrum können wir wieder komplett den Boden hinmachen. Hier brauchen wir einen Carpenter-Block. Wir reparieren das gerade mal. Wenn wir schon was kaputt machen, dann machen wir das auch wieder ganz. Carpenter-Block. Da kommt der Stein auch drauf. Dann brauchen wir hier eine Stair. Komm, können wir auch hinten. Komm, wir haben doch genug von dem Stein. So, wunderbar. Das Blöde ist natürlich, wenn man gräbt und man stößt auf eine Mauer, dann denkt man sich erstmal so, oh scheiße, da können wir nicht reingraben oder so, weil der erste Gedanke ist, man gräbt irgendwie eine Hauswand an oder sowas, aber das ist ja gar nicht der Fall. So. Okay. Haben wir auch die zwei, haben wir auch noch da, guck mal, wie schön, wir machen das perfekt, wir machen das zu einem perfekten Folgenende. Wir haben jetzt leider, wir müssen eigentlich einen Screenshot machen einfach nur von der Kiste oben oder sowas dann. So, wir sollten jetzt, wir hatten 13 Trauben vorher im Lager gehabt, wir sollten jetzt 29 haben. Wie findet ihr das denn? Das ist doch mega, oder? So, und dann kann nämlich auch dieser, dann können wir das hier zu machen, da haben wir nicht das Problem neben, wir haben es doch, wir hätten es, falscher Stein. Von denen keine mehr. Ist der Steinziegel ausgerichtet? Ausgerichtet. Sofort, sofort. Ausgerichtet. Da machen wir. Nee, ist ja schon wieder falsch, was ich da mache, oder? Wartet mal. Ausgerichtet ist falsch. Ich will den Detaillierten. Der Detaillierte ist eigentlich nicht der Detaillierte und der Ausgerichtete ist eigentlich genau umgekehrt. So, also man sieht jetzt nicht mehr hier neben, man sieht, geht da hinten lang. Und wir gucken, ob jetzt die 29 Trauben da sind. Dann ist es ein perfektes Folgenende, Leute. Und dann waren wir super erfolgreich gewesen, weil das ist schon mega. Wenn das jetzt funktioniert, dann können wir hingehen, in der nächsten Folge hingehen, von den Feldern aus jede Frucht einmal hier einsortieren. Dann können wir alles vom Feld aus hier einsortieren. Und was ist da? Es sind 29 Trauben da. Ja, wie geil ist das denn, Leute? Wir können alle, überlegt euch doch mal, was das für eine Luftlinie ist. Wir schmeißen das Zeug da oben vom Feld aus rein und wir haben jetzt einen direkten Zugang. Und wir können theoretisch so ein System überall, wo wir es abbauen, machen. Unten zum Beispiel in der Mine oder sowas, wenn wir Steine, na gut, ich habe keinen Bock jetzt unten da bis zum Bedrock runter eine Pipe nochmal zu legen. Aber hier bei den Feldern,
macht es durchaus Sinn. Wir können nämlich hingehen, wir machen meinetwegen eine T-Abzweigung rein, wenn wir hier vorne einen Zugang von den Feldern außerhalb Felder. Wo sind die Bogi? Das sind gar keine. Die kommen noch. Früher oder später. Aber in den nächsten Folgen werden wir uns wieder mit dem Bauen beschäftigen. Aber Leute, hier, wie geil. Wir können hier abernten, schmeißen es in diese Kiste hier rein. In diese Kiste. Achtung. La la, diese Kiste ist einfach wunderbar. Das war uns Spaß. Ich freue mich da voll, dass ich jetzt dieses Sortiersystem an der Stelle habe. Und deswegen machen wir nun einen Break und gehen in die nächste Folge. Tada! Macht's gut. Bis dann, euer Onkel Bogi. Ciao.